hier nur ein kleines Stückchen weiter oben. Das ist die Kohlestraße. Bin ich am Erdgasleitungswege angekommen, der hier ziemlich steil am letzten Ende zur Kohlestraße hinabführt. Was ich da für eine Flakstellung gehalten habe, ist einfach nur der abgeschnittene Hang. Und hier geht es auch recht steil nach oben. Man kommt da beim Ruheforst raus. Kennen wir schon. Genau der richtige Weg für mich heute bei dem schönen Wetter. Auf geht's. Ja, der Weg wird immer steiler. Was ich aber auch mal eben festhalten wollte, am Wegesrand gibt es noch mehr Plattformen. Wie hier zum Beispiel, man sieht es wieder an den bemoosten Stellen im Hintergrund, etwas eckig. Hier dieser kleine Felsvorsprung, hätte ich fast gesagt, Spannlage. Ferngasleitungsweg, Kohlestraße, wo ich gerade hochgekommen bin. Auch hier vor mir terrassenförmige Ecken. Also es sind keine Terrassen, mehr so, ja, wie so Bergwerksstollenausgänge, womit ich aber nicht irgendwelchen Spekulationen frönen möchte. Auf geht's. Ich bin an der Einmündung des Ferngasleitungsweges am Rautenweg angekommen. Ich zeige das mal gerade vor mir. Muss ich auch mal was zeigen. Also es wird herbstlicher und pilziger. Am liebsten würde ich hier einsammeln. Zu Hause gucken, was es ist. Aber es ist doch zu schön hier an dem kaum noch erkennbaren Baumstumpf, dass ich das für andere stehen lasse. Ja, ein Stückchen unterhalb des Zusammenfindens der beiden Wege ist ein recht gut begehbarer lichter Wald. Das wird zur eigentlichen Lichtung hin etwas schwieriger wieder. Vor mir führt anscheinend, muss ich sagen, einschränken aufgrund des Gebüsches alter Weg runter. Man sieht rechts wohl den Anschluss bei der Hütte da, die da durchscheint. Apropos Hütten, hier sieht man das Gartengelände hinter diversen Häuschen, wohl von der Tannenstraße schon. Ich habe hier den Weg gesucht, habe ihn gefunden, aber nicht erkannt, nur vermutet. Den wollte ich jetzt hoch zu den Flakstellungen. Tja, ich bin dann doch vom mutmaßlichen Weg, der ja voller Gestrüpp ist, wieder ein bisschen höher gewandert. Habe mich dafür so einen Laubhaufen interessiert. Es gibt hier auch mehrere Astansammlungen, sogar vermoderte Holzstöße, die wohl vergessen worden sind. Da führt hier wieder so ein Pfad lang. Bei genauerer Betrachtung sieht man hier, dass es sich um leichten Steinwald handelt. Ich vermute mal Lesesteinhaufen. Das heißt, das Gelände wird hier auch mal beackert worden sein. Es ist relativ flach. Rechts wird es lichter, da ist die Stromleitung. Man sieht sie im Grunde schon, wenn es da nicht zu hell ist. Also von Flakstellungen sowas keine Spur, außer hier vorne. Da gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Wieder eine Eintiefung, die aber mehr nach einem alten Meilerplatz aussieht. Bei näherer Betrachtung würde ich das sogar noch mehr sagen. Ich will hier aber nicht nach Holzkohle buddeln. Gut, gehen wir weiter. Am besten wieder zurück zum direkten Weg da oben. Weil es so schön ist, etwas oberhalb dieses mutmaßlichen Meilerplatzes, ein Schwenk über das relativ schräge Gelände, gleich zum nächsten plattformartigen
Ausbau. Zeigt immer mehr von der Seite, ist vielleicht deutlicher. Na, viel deutlicher auch nicht, ist nur vermehrt Laub da. Wie gesagt, nebenan ist die Hochspannungsleitung an einer Lichtung. Und neuen Schwenk, das nächste. Auch wieder so eine Plattform. Also fast schon treppenartig, ja. Sehr interessant, aber hält mich jetzt bloß auf. Ja, war schon fast am Rautenweg, hatte ihn nur noch nicht erkannt. Ein Blick zurück in das Gelände. Auf dem Weg, den ich heute nicht gegangen bin. Und gleich nebenan, man sieht es hell erleuchtet, die erste Flakstellung von heute. Weg lohnt sich heute. Ich gehe jetzt über den Ruheforst allmählich zurück.